Die Regular Season endet am Sonntagabend. Die Wochen und Monate seit letzten Oktober mit fast täglichem NBA-Basketball laufen alle auf einen letzten Abend hinaus. 15 Spiele werden innerhalb von ein paar Stunden stattfinden und ausnahmsweise haben wir Europäer mal den großen Luxus, dass das zu einer für uns fast perfekten Zeit stattfinden wird. Denn die ersten 7 Spiele finden gleichzeitig um 19 Uhr deutscher Zeit statt und die restlichen 8 dann gleichzeitig um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Vielleicht ganz interessant für einige, Pro7 Max zeigt 19 Uhr das Game der Bucks gegen Magic und dann 21.30 Uhr Lakers gegen Pelicans und auf The Zone wird meines Wissens nach eine Konferenz laufen, ich werde mir aber auf jeden Fall das Ganze über den NBA League Pass anschauen. Der letzte Spieltag wird ein absoluter Kracher und das liegt auch daran, dass der vorletzte Spieltag heute Nacht schon so ein Kracher war. Denn auch heute Nacht spielten alle 30 Teams schon und die Ergebnisse wirbelten einiges durcheinander in Sachen Playoff-Seeding und Play-In-Plätze. Denn auch wenn die 10 Teams bereits feststehen, die es nicht in die Postseason schaffen werden, ist in beiden Conferences noch unglaublich viel möglich. Es wird so geisteskrank spannend. Im Westen entscheidet sich noch die Spitzengruppe und wer wie ins und durch das Play-In muss. Und im Osten ist zwischen den Plätzen 2 und 8 noch alles möglich. Die Oklahoma City Thunder gewannen ihr Spiel heute Nacht gegen die Milwaukee Bucks und rücken damit wieder auf Platz 1 in der Western Conference vor, da sie den 3-Way-Tiebreaker über Minnesota und Denver haben. Das ist etwas kompliziert, dazu auch gleich noch mehr. Minnesota gewann gegen die Atlanta Hawks, was sehr wichtig für sie war, denn damit behalten sie zumindest für jetzt gerade ihren zweiten Platz im Westen. Denver wird sich noch richtig ärgern, nach meinem sehr positiven Video gestern über sie verspielten sie einfach mal eine 17-Punkte-Führung gegen Victor Wembanyama und dessen San Antonio Spurs, unglaublich. Weil alle drei Spitzenteams im Westen aktuell gleich viele Siege und Niederlagen haben, gilt der gerade schon erwähnte 3-Team-Tiebreaker und darum sind die Nuggets auf Rang 3, wie gesagt, dazu auch gleich noch mehr. Die Los Angeles Clippers verloren zwar gegen die Utah Jazz, allerdings machten sie trotzdem den 4. Platz fest, weil gleichzeitig Dallas Mavericks gegen die Detroit Pistons verloren haben, damit steht Dallas auf Platz 5. Heißt, wir haben unsere erste Playoff-Serie schon, die steht fest, Clippers gegen Mavs, Kapitel 3, nach 2020 und 2021, schauen wir mal, ob Dallas dieses Mal siegreich sein kann gegen das Team aus LA. Aber machen wir weiter im Text, New Orleans steht nach dem wichtigen Sieg auswärts gegen die Golden State Warriors nach wie vor auf Rang 6 im Westen, sie haben einen Sieg Vorsprung gegenüber den Phoenix Suns. Diese gewannen ein ebenfalls ultra wichtiges Spiel nach Rückstand gegen Sacramento mit einem Punkt, stehen auf Platz 7 damit, haben allerdings den Tiebreaker gegenüber dem 6 platzierten New Orleans, das könnte so noch richtig spannend werden. Richtig, richtig fantastisch lief es für meine Los Angeles Lakers, die mehr Glück als Verstand hatten. Man quälte sich gegen die 13 ihrer Spieler schon den Memphis Grizzlies zu einem knappen Sieg und steht dank den Patz an der Konkurrenz auf Platz 8 im Westen nun. Damit hat man jetzt genau einen Sieg Vorsprung gegenüber Sacramento und Golden State, würde aber gegen beide Teams den Tiebreaker verlieren. Sacramento rutscht nach der Pleite gegen Phoenix auf Platz 9 ab, hat aber den Tiebreaker gegen LA und die Warriors, die sich den aktuell auf Platz 10 nach ihrer Heimniederlage gegen die Pels, verlieren den Tiebreaker gegen die Kings, gewinnen ihn aber gegen die Lakers. Aber schauen wir mal genauer auf die beiden spannenden Situationen im Westen, einmal an der Spitze und dann auf den Play-In-Plätzen. Zum ersten Mal in der Geschichte der NBA stehen die drei Teams an der Spitze einer Conference nach 81 Spielen bei exakt gleich vielen Siegen und Niederlagen und zwar bei 56 zu 25. Weil alle drei Teams in der gleichen Division sind, kommt es aktuell zu einem 3-Team-Tiebreaker und da werden die Teams dann ihre Resultate untereinander gerankt. Die Thunder gewannen 5 der 8 Spiele gegen Denver und Minnesota, man splittete die Serie gegen Mini mit 2-2, gewann aber 3 der 4 Spiele gegen Denver die Saison und darum sind sie aktuell ganz vorne. Minnesota steht bei 4-4, weil man gegen beide 2-2 spielte und Denver steht nur bei 3 Siegen aus 8 Spielen, 2-2 gegen Minnesota und 1-3 gegen OKC. Würden alle drei Teams also gewinnen morgen Abend, dann bleibt alles beim Alten und Oklahoma City würde die Conference gewinnen. Jetzt könnte man denken, dass die Thunder ihr Schicksal selber in der Hand haben, sie einfach nur gewinnen müssen und damit den ersten Platz im Westen sicher hätten. Ha, nein, das wäre jetzt etwas zu einfach. Das Besondere ist, dass keines der drei Teams sein Schicksal selber in der Hand hat, nicht einmal die Thunder. Diese haben zwar den erwähnten 3-Team-Tiebreaker, aber nicht den 2-Team-Tiebreaker gegenüber Minnesota, würden also nur diese beiden Teams am Ende ganz oben stehen und einen Sieg mehr als Denver haben, dann gewinnen die Wolves die Conference. Die Szenarien sind folgendermaßen. OKC wird Erster, wenn entweder sie gegen Dallas gewinnen und Denver gegen Memphis und New Orleans gegen die Lakers gewinnt, weil man ja den 3-Team-Tiebreaker hat. Oder wenn sie gewinnen und Minnesota verliert, weil man ja nur gegen Minnesota den Tiebreaker verlieren würde. Oder wenn sie gewinnen und nur Denver gewinnt, weil man den 2-Team-Tiebreaker über Denver hat. Oder abschließend, wenn alle drei Teams verlieren, also eine ganze Reihe von verschiedenen Szenarien.
Minnesota gewinnt die Conference, wenn sie gegen Phoenix gewinnen und mindestens einer ihrer beiden Konkurrenten verliert. Auch das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und Denver gewinnt nur dann, wenn sie gewinnen und beide anderen verlieren, und das scheint mir dann schon eher unwahrscheinlich aktuell. Es dürfte also mega spannend an der Spitze werden, unmöglich zu sagen, wie die anderen drei Erstrundenserien aussehen, die Kombinationsmöglichkeiten sind schier grenzenlos. Das liegt auch daran, dass auf den Play-In-Plätzen noch alles möglich ist. Die Suns stehen auf Platz 7 und können die 6 platzierten Pelicans noch einholen, und zwar wenn sie gewinnen und New Orleans verliert, dann hätten zwar beide die gleiche Bilanz, aber Phoenix hat den 2-Team-Tiebreaker. Wenn wir also mal von dieser Dreiergruppe Phoenix, New Orleans und LA ausgehen, dann sähe das folgendermaßen aus. Gewinnen die Pelicans gegen die Lakers und gewinnt Phoenix, dann stehen die Pels am Ende auf Platz 6 und die Suns auf Platz 7. Gewinnen die Pelicans gegen die Lakers und verliert Phoenix, dann genau das gleiche, New Orleans hat sein Schicksal selber in der Hand. Gewinnen aber die Lakers gegen die Pelicans, dann wird's spannend. Verlieren die Suns trotzdem, ist es egal. Gewinnen die Suns aber, da wäre Phoenix zweimal auf Platz 6, New Orleans auf Platz 7 und LA auf 8. Heißt also, auch die Lakers haben ihr Schicksal selber an der Hand. Gewinnen sie, dann wären sie 8er. Und je nachdem, wie die Suns spielen, bleiben die Lakers entweder New Orleans für das erste Play-In-Game oder fliegen für dieses nach Arizona zu den Suns. Interessant wird's aber, wenn die Lakers verlieren, denn dann wird's auch im Play-In nochmal richtig interessant, dann ist alles möglich. Es ist nämlich sogar gar nicht mal auszuschließen, dass LA noch 10. wird, nämlich wenn sie verlieren und die Warriors und Kings allerdings beide gewinnen. Die Warriors empfangen Utah, Sacramento hat Portland zu Gast, zwei machbare Games für die beiden Teams. Denn sollten am Ende alle drei Teams die gleiche Bilanz haben, und das wäre ja in dem Fall so, dann wären die Lakers an 10, weil sie den 3-Team-Tiebreaker verlieren würden, und Sacramento auf 8 und Golden State an 9. Das Problem für die Lakers ist, dass sie auch keinen der 2-Team-Tiebreaker haben. Sollten sie also verlieren und nur einer von Sacramento oder Golden State gewinnen, dann würden sie auf Platz 9 rutschen. Heißt, die Lakers müssen quasi gewinnen, ansonsten rutschen sie sehr wahrscheinlich ab. Aktuell stehen ihre Chancen ganz gut, aber 8er zu werden. Sie müssen dazu aber gewinnen, da ich es für sehr unwahrscheinlich halte, dass Warriors und Kings beide verlieren, wie gesagt. Auch Sacramento hat noch gute Chancen auf 8, sie müssen dafür nur gewinnen und LA verlieren. Bei den Warriors ist es sehr unwahrscheinlich, sie müssten gewinnen und Lakers und Kings beide verlieren. Mann, oh Mann, das wird richtig spannend, zumal beide Conferences ja jeweils zeitgleich spielen. Nur bei dem unbedeutenden Pistons-Spurs-Game spielen morgen Abend zwei Teams aus unterschiedlichen Conferences gegeneinander, clever gemacht von der NBA. Aber es wäre schon funny, wenn die Lakers doch auf Denver treffen würden Runde 1, sollten die Nuggets 2. werden und LA am Ende 7. Ich könnte kotzen. Aber kommen wir doch mal zum nicht ganz so komplizierten, aber trotzdem sehr interessanten und spannenden Osten. Die Plätze 1 sowie 9 und 10 stehen schon fest, alles darüber hinaus auch, dazwischen kann aber noch eine ganze Menge passieren. Milwaukee steht aktuell auf Platz 2 hinter Boston, allerdings sind die Knicks mit ihnen gleich auf und die Cavs nur ein Sieg hinter ihnen. Gewinnen die Bucks gegen Orlando, dann sind sie safe 2. Genau das gleiche passiert, wenn die Bucks verlieren und gleichzeitig Cleveland gegen die Hornets und New York gegen die Bulls patzen. Sollten die Bucks verlieren, könnte es wirklich dramatisch werden, denn dann würde New York mit einem Sieg auf Platz 2 rutschen, egal was Cleveland macht. Würden die Bucks verlieren, die Knicks verlieren und Cleveland verlieren, bleibt alles so. Sollten die Bucks verlieren, die Knicks gewinnen und die Cavs gewinnen, wären die Bucks nochmal der 3. Platz, weil sie den 2-Team-Tiebreaker gegen die Cavs haben. Was die Bucks allerdings nicht haben, ist der 3-Team-Tiebreaker. Enden alle drei Teams also bei der gleichen Bilanz, landen die Knicks auf 2, Cavs auf 3 und Bucks auf 4. Unfassbar. Mit anderen Worten, jedes der drei Teams kann auch 2., 3. oder 4. werden. Wenn die Bucks gewinnen, kann es ihnen egal sein, was die anderen beiden Teams machen. Und wenn die Knicks gewinnen, dann kann es ihnen egal sein, was Cleveland macht. Die Teams haben ihr Schicksal also deutlich mehr in der Hand als die Spitzenteams im Westen. Was uns abschließend zur Gruppe aus Orlando, Indiana, Philadelphia und Miami bringt, die ersten drei stehen bei der gleichen Bilanz. Miami ist ein Sieg dahinter. Es würde hier bei dieser Gruppe jetzt den Rahmen sprengen, alle Szenarien durchzusprechen. Das war schon bei den Dreiergruppen sehr kompliziert. Sagen wir es mal so, Orlando spielt gegen die Bucks darum, aus dem Play-In herauszubleiben, gewinnen sie, beenden sie die Saison auf Platz 5, verlieren sie, dann können sie ins Play-In rutschen. Bei Indiana ist es ähnlich, gewinnen sie, können sie auf Platz 5 steigen, verlieren sie, dann können sie ins Play-In rutschen. Philadelphia kann bei einem Sieg mit Hilfe der Konkurrenz das Play-In vermeiden, sie können aber auch noch auf Platz 8 fallen. Miami muss genau wie Philly gewinnen, wenn man das Play-In vermeiden will, sie brauchen aber Hilfe der Konkurrenz, ihr Best Case ist Platz 6. Bis auf die Magic spielen sie aber alle gegen machbare Gegner. Miami empfängt Toronto, die Pacers Atlanta und Philadelphia Brooklyn. Das könnte also auch noch echt blöd enden für die Magic, sollten diese gegen die Bucks verlieren, für die es ja noch um einiges geht. Also, das wird ein absoluter Kracher am Morgen. Ich freue mich riesig darauf und ich hoffe, ich konnte mit diesem Video ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.